Liebe Zuschauer, es gibt ein Update zur gestrigen Eilmeldung. Da hatte ja jemand die erste Folge bei YouTube hochgeladen. Ich glaube, das Video ist jetzt nicht mehr verfügbar. Ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Ist auch egal. Ich habe mich gefragt, warum lädt das Video jemand hoch? Und die Antwort ist in den YouTube-Kommentaren von mir unter diesem Video. Da schreibt jemand, Freevee ist kostenlos. Ich verstehe nicht, wieso man so etwas machen muss. Die Antwort kommt hier. Weil in der Schweiz Freevee nicht verfügbar ist. Das Profil ist von jemandem aus der Schweiz und das stimmt. Der, wo das hochgeladen hat, das Video, dessen Kanal ist ein Schweizer Kanal gewesen. Jetzt gibt es aber anscheinend eine Lösung, wie man auch im Ausland, Schweiz, Österreich, Seven vs. Wild anschauen kann. Und zwar gibt es hier auf dem Kanal von Tech auf Deutsch von diesem jungen Mann hier einen Tipp dazu. Und zwar funktioniert das Ganze mit VPN. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das Video hier mal anschauen. Ich werde es unter meinem Video verlinken. Alle Angaben ohne Gewähr. Ich habe hier auch keinen Werbevertrag oder sonst irgendwas. Das sind einfach die neuesten Infos von mir, die ich euch hier ja, kostenlos zur Verfügung stelle, mit euch einfach teilen will. Jetzt geht's gleich raus. Podcast Nummer 4. Diesmal geht es um Ausrüstung. Da gibt es nämlich ein Video von Let's Hugo und da hat er sich gefilmt, wie er sich die Ausrüstung in Köln in solch einem Army Shop kauft. Ich werde mir das Video jetzt anschauen, mir Notizen machen, was ich da empfehlen würde, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde, was ich für Ausrüstungsempfehlungen habe, etc. Ich weiß es nicht genau, ich habe das Video noch nicht angeschaut, ich bin jetzt gerade mittendrin, wird auf jeden Fall spannend werden, also dann würde es mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wir sehen und hören uns. Ciao Leute!